Sorry, Guys, vielleicht bin es nur ich, aber die neue Partner Finder Landing Page und wie das Ganze verknüpft ist zur Google Search, also sprich SEO, finde ich jetzt nicht so super praktisch. Also, ich gebe hier oben meinen SAP Partner Finder, also mal angenommen, ich bin jetzt eine Firma, möchte, ich habe ein Budget von 2 Millionen Euro, würde ganz gern irgendwie einen E-Shop oder sonstiges einführen, gebe hier oben SAP Partner Finder ein, dann klicke ich hier unten. Dann komme ich auf diese Seite. Okay, Partner werden, mehr erfahren, anmelden. Nein, ich suche ja Partner, also Partner finden. Ja? Also warum kriege ich dann hier diese Auswahl? Ich habe ja Partner Finder reingeschrieben. Partner Finder. Ja? Dann klicke ich mal hier. Okay, Partner finden. So, jetzt komme ich auf diese Landingpage. Jetzt haben wir schon zwei Klicks gemacht. Okay, irgendwelches Marketing-Gedöns und. Surprise, surprise! Oh, siehe da, nochmal ein SAP Partner Finder Button, den ich jetzt wieder zum dritten Mal klicken muss. Und hoffentlich finde ich jetzt eine Liste von Partnern, SAP Partnern. Und siehe da, ich bin schon wieder auf einer Landingpage ohne nennenswerte Informationen über irgendwelche SAP Partner. Search der pa SAP Partner Finder. Okay, wir haben jetzt drei Mal geklickt. Jetzt klicke ich zum vierten Mal und jetzt bin ich letztendlich hier auf einer etwas kategorischen, mehr oder weniger Überblicksseite, themenbasiert aufgegliedert nochmal die potenziellen Partner, aber immer noch keine Partner. Ja, ich habe bereits viermal geklickt. Also so viel zum Thema Customer Experience, maximal drei, mit drei Klicks zum Ziel. Es ist jetzt wirklich nicht so schwer. Also ich will alles, was ich will, eigentlich nur eine Liste von Partnern. Okay, also das hätte ich jetzt maximal bereits nach dem ersten Klick erwartet. Ich verstehe es gerade nicht, ehrlich wahr. Ich weiß nicht, wenn ihr das besser versteht, bitte in die Kommentare schreiben. Ich werde das Video mal auf YouTube posten, weil ich einfach mal andere Meinungen auch dazu hören möchte, ob nur ich so verrückt bin und das Ganze irgendwie absolut wahnsinnig finde. Das war. Bis vor 6 Monaten war das einfach ein oder zwei Klicks und dann hatte ich dort alles in einer Maske. Ja, okay. SAP hat ja auch, sagen wir mal, hier diesen Teil, CRM und Customer Experience. Gehört ja auch irgendwie dazu, mit wie viel Klicks ich ans Ziel komme. Okay, jetzt klicke ich mal hier drauf. Ah, nach dem fünften Klick habe ich letztendlich eine Auswahl von insgesamt 562 Resultaten. Das heißt, Themen basiert. Aber jetzt gehen wir mal ganz zurück, weil ich bin jetzt nochmal eine deutsche Firma. Ich will natürlich einen deutschen Partner. Ich will jetzt nicht irgendwie hier nochmal 562 potenzielle Partner durchwühlen müssen. Ich will einen Partner aus Deutschland. Ich will nicht einen Partner aus Japan oder aus USA oder sonst wo oder aus Frankreich. Oder wenn ich jetzt französische Firma bin, möchte ich garantiert keinen Partner aus Deutschland. Ja? Und dann müsste ich jetzt halt hier nochmal 47 Seiten durchblättern und habe hier nicht mal irgendwie eine Indikation, woher diese Partner, die ich jetzt hier sehe, auf der ersten Seite von diesen 74, 47 Seiten, woher die sind, aus welcher Region. Ja, das ist nämlich extremst wichtig. Das ist nämlich das erste Kriterium, wonach eine Firma wahrscheinlich schaut, ist, ja, ich will natürlich einen Partner, der halt irgendwie auch bei mir irgendwo im Land ist, nach Möglichkeit, dass ich da mit dem vielleicht mich auch mal physisch treffen kann, nach Bedarf. Da müsste ich jetzt hierzu sagen, weiß ich gar nicht. Hier oben, Location, wow. Hier oben, okay, siehst du? Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Hatte ich vorher noch nicht. Also nach dem fünften Klick kann ich mir nach Location sortieren. So, jetzt sortiere ich nach Location. So, und jetzt habe ich nur noch 96 Resultate. Immerhin. Focus Industry. Ah, okay, jetzt habe ich sozusagen nach 5 Klicks habe ich hier oben diese Dinger, die normalerweise hier links waren, habe ich jetzt hier oben nicht so offensichtlich, weil ich habe jetzt auch eine Weile gebraucht, bis ich sie gefunden habe. Aber vielleicht bin ja nur ich so dumm. Ja? Also jeder von euch, der jetzt ein bisschen über Usability, UX, Landingpage, Optimierungen und so weiter Ahnung hat, kann mir gerne seine Meinung hier unten drunter posten. Ich finde es einfach unfassbar.
Also wirklich eine absolute Rückentwicklung, was betrifft vom Weg von Google bis hin zur letztendlich Auswahl. Jetzt habe ich hier zum Beispiel, jetzt möchte ich zum Beispiel jetzt irgendwie in Deutschland einer, der mit Consumer Products, jetzt bin ich auf 70 unten, Consumer Products und Fashion. Jetzt ist es mehr wie vorher, okay, alles klar. Das heißt, es sind und oder. Booleans. Also du siehst es hier zum Beispiel, wenn ich jetzt halt hier Consumer Products einen Partner vorfiltern möchte, ja, mit Consumer Products, sind es 70. Wenn ich jetzt Fashion eingebe, dann schließe ich das nicht aus, ja, sondern dann addiert sich das. Ja, die Schnittmenge addiert sich. Ja. Also was ich eigentlich hier sehen möchte als Unternehmen, ich möchte die Partner sehen, die jetzt in Deutschland sind, Customer Experience Erfahrung haben oder Kompetenzen, Consumer Products und innerhalb des Sets, das sind sogenannte Sets, ja, innerhalb des Sets Consumer Products mit Fashion Erfahrung haben. Und das kann ich hier gar nicht auswählen. Wenn ich jetzt hier Consumer Products und Fashion anklicke, habe ich mehr, als wenn ich nur Consumer Products. Ja. Das will ich auf keinen Fall. Hier habe ich 45. Hier habe ich 70. Ah, hier habe ich 72. Bei beiden habe ich dann 70. Ja, also ich als ganz normaler Pimp, wenn ich jetzt halt hier mir einen Partner suchen möchte, der ja, also es ist quasi runter zu dampfen auf eine Top-10-Liste, ist de facto so, wie es hier steht, mit der Auswahlmöglichkeit unmöglich. Ja. Weil sich die nicht ausschließen, die Kriterien, die ich hier anklicken kann, sondern weil sich die addieren. Ja, jetzt machen wir hier Hightech. Okay, und so, jetzt habe ich mich für Hightech entschieden. Für Fashion und Hightech. Wenn ich mal Fashion wegmache, sind es weniger. Ja, das ist natürlich total. Also sie schließen sich nicht aus. Das ist einfach nicht gut. Okay, jetzt habe ich hier die üblichen 5 Seiten. Jetzt müsste ich hier durchscrollen. Was ist das nochmal? Sales. Silver Solutions, Deliver Project Services. Okay. Okay, verstehe. Ja, also wie gesagt, sagt mir eure Meinung. Ich finde es einfach komplett umständlich. Wir können den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Ja, wir haben hier. Achso. Ja gut, jetzt geht er die ganzen Wege hier zurück. Aber ich habe wirklich 5-mal klicken müssen, um überhaupt mal auf diese Seite zu gelangen, wo ich sozusagen anfangen kann zu filtern. Nach Location, nach Industrie, nach Services und so weiter und so fort. Und das ist einfach im Vergleich zu dem, wie der SAP Partner Finder vorher aufgesetzt war. Ich glaube, der Weg ist mindestens 2,5 bis 3 Mal so lange. Also vorher waren es, glaube ich, 2 Klicks. Also ich habe quasi in Google gesucht. Ja, ach so. Also in Google gesucht normalerweise, ich klicke hier drauf und dann hatte ich quasi das, was ich vorher gerade hatte. Dann hatte ich quasi hier diesen Partner Finder und schon mit allen Dingern hier. Ne? Also das hatte ich dann letztendlich. Jetzt muss ich 5-mal klicken. Ich verstehe das nicht. Die machen es letztendlich Firmen viel, viel schwieriger, hier einen Partner zu finden. Ob das mit Absicht ist oder nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, deine Meinung hier unten in die Kommentare. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, einer der Gründe, warum ich auch keine Aktien mehr habe von SAP. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und tschüss.